Hier ist ein Lager mit nix. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder können wir uns das Lager angucken? Nein. So, da hinten ist die Krypta, in der wir schon waren. Nö, hier ist auch nichts weiter. Oh, doch, eine Kiste. Mana Trank, jede Rüstung und Magie. I'm no expert, but this looks valuable. Ey. Great. I need it to hit something. Ich bin schon ans dran, nein. Was verfehlt? Kill you! Ach, ich freue mich wirklich total, dass ich jetzt wieder seinen Spinnen töten darf. Natürlich haben die uns jetzt das komplette Mana abgesaugt. Ja, weg mit dir, du Hund. Das ist immer noch einer. Bevor wir irgendwie wieder aus dem Mana anfangen, müssen wir erstmal die Drecksviecher töten. Zeit das Mana wieder weg. Oh, das ist eine Grabungsstelle. Ja, das Gold nehmen wir doch gerne mit. Was sind das hier eigentlich immer alles für Scheine? Was ist denn das jetzt hier? Arkanabwendung, Gruppenmitglieder erhalten 10 Widerstand gegen alle 7 Magieschulen. Das hört sich natürlich nicht schlecht an, aber wir hatten ja noch irgendwo einen Trank. Oh ja, du kannst das genau haben. Oh, was haben wir denn hier? Gefährliche Höhle betreten. Rein. vor allem nicht so, wie wir aussehen. Ohne jegliches Mana und so. Denn da, das Vieh sah nicht ganz so freundlich aus. Also nein, da gehe ich garantiert nicht noch rein. Aber deshalb stehen hier wahrscheinlich die ganzen Schreine rum. Yes. Running on Mother Earth, under Father Sky. Ja, genau. Ach, das Fass steht da hinten. Okay, aber hier ist nur eine Grabungsstelle. Aber in der Höhle gibt es garantiert... Oh, hab ich mich so erschrocken, ey. Aber in der Höhle gibt es garantiert auch schöne Dinge. So, interagieren. Ihr lest die Inschrift. Don't we have better things to do? Eure Reise beginnt von den Toren von, von Seehafen. Jetzt geht 9 Schritte in Richtung grausames Meer. Wir sind ja noch nicht in Seehafen gewesen oder auch nur in der Nähe von Seehafen. Aber bevor wir überhaupt nach Seehafen gehen, müssen wir erstmal den Leuchtturm klar machen. Und da ist auch nur ein unfreundlicher Zeitgenosse drin, nämlich ein Zyklop. Wobei ich gegen den auch noch nicht gekämpft habe, von daher weiß ich nicht, wie stark der ist. Ob der uns mit einem Schlag platt macht, was haben wir hier für einen Kristall? Wassermagie, okay. Widerstand gegen Wassermagie, betone ich einfach mal. So, die Kiste haben wir uns schon geholt. Das Fass hier hinten auch, oder?
Nee, sieht nur ziemlich voll aus. Was ist denn das für eine Flüssigkeit? Violette. Ja, Widerstand gegen Primärmagie, okay. Aber wir pennen jetzt erstmal eine Runde. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Wait, I needed to hit. Ach super, Naga. Das ist so ein Obelisk. So, und wir speichern jetzt und gehen in den Leuchtturm rein. Was unsere Quest ist. Ja, ich bin da nämlich ganz sicher. Warum gehe ich jetzt schon wieder auf die Quertasten? Instinktiv. Ancient ruins, full of treasures, untouched for 5 centuries. Naga-Priester, Ekel auf so eine scheiß Magier. Aber den scheint es nicht mehr zu tun. Was hat denn überhaupt eine Fähigkeit? Erbarmungslos. Jeder Versuch, der in dieser Runde nicht abgewehrt wurde, steigert den Schaden der nächsten Versuch um 15% bis zum Ende der Runde. Da ist die komische Priesterin. Well, thank you for that. Genau, geh erstmal in unsere Richtung, genau. Da können wir dich nämlich ganz nur abknallen. And stay down. Oh, Stufenaufstieg. Sehr gut. So, kurz umgeblickt, ob noch irgendwas rumwuselt hier, aber nein, es ist alles tot. So, dann mehr auf Vitalität. Ein bisschen auf Macht. So, schwere Rüstung hat da schon mal ein bisschen was drin, aber wollen wir jetzt hier Ausdauer haben, also. Okay. Hatte schon mal 209 Life. Was, 9 Life? Nein, habe ich nie gesagt. Seid ihr auch hier? Abgewehrt, aha. Well, thank you for that. Hier los, Bogenschütze war das, ne? Ja. Du hältst erstmal 30 in Wahrnehmung und dann sagen wir es mal 8. So ein bisschen Nahkampfschaden, wie du sagst. So, und den haben wir jetzt auch weiter in die Ausdauer gepusht, okay. Was haben wir denn hier? Gold, jede Menge Gold.
Wer bist du denn? Hamato. Ein Chinese. Nee, doch nicht. Sa, ich danke euch für meine Befreiung. Wer bist du? Ich bin Hamato, ein Kopfgeldjäger vom Orden der Weißen Schlange. Ich bin hergekommen, um Gerüchte über die Rückkehr eines alten Feindes auf den Grund zu gehen. Und dummerweise erwischt worden. Auftrag, Dunkelheit im Leuchtturm. Yes! Don't we have better things to do? Aha, nö, noch nicht. Sa, anscheinend haben uns die Gezeiten des Schicksals in gleiche Absicht hergeführt. Das muss Shalassas, genau, Wille sein. Dieser Leuchtturm steht tatsächlich unter der Herrschaft des Kultes des Abwrackers. Ja. Die wracken wahrscheinlich wirklich Autos ab. So, jenes alten Feindes, von dem ich euch erzählt habe. Bedauerlicherweise werde ich euch nicht viel gegen den Kult helfen können. Ich bin halb verhungert und verwundet, also wäre ich im Kampf nicht viel wert. Aber ich kann mich trotzdem nützlich machen. Während ihr euch um den Anführer kümmert, warte ich draußen im Leuchtturm und... Warte mal, er wartet draußen im Leuchtturm. Warst du nun draußen oder im Leuchtturm? Und nehme mich aller Mitglieder des Kultes an, die fliehen versuchen. Er kann nicht mit uns kämpfen, aber er kann sämtliche Anhänger des Kultes bekämpfen. Nicht schlecht. So, Klatsch, Kult des Abwrackers. Sie sind Ketzer, die den dunklen Aspekt Shalassas anbeten. Vor 20 Jahren habe ich ihrer Hohepriesterin Ayakashi, der Medusa, den Kopf abgeschlagen. Ich dachte, damit wäre ihr Wahnsinn beendet, aber sie haben sich wie Aale verborgen gehalten. Zum ersten Mal sind sie vor einem Jahrzehnt wieder aufgetaucht und wurden von Piraten aufgehalten. Jetzt sind sie noch einmal zurückgekehrt. Diesmal liegt es an euch, sie aufzuhalten. Okay. Anführer des Kultes. Normalerweise werden Abwrackerkulte von Frauen angeführt, wahnsinnigen Priesterinnen, die Medusen genannt werden. Diesmal jedoch nicht. Der Anführer des Kultes, ist ein Naga namens Mamushi. Über den Namen kann man sich jetzt streiten. Er hat mich in einem Schwertkampf besiegt, also nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Er ist ein formidabler Gegner und bösartig wie ein Schleimaal. Und ich weiß sofort, was ein Schleimaal ist. So, Klatsch, Gefangennahme. Ich war unachtsam, ich bin nicht mehr so schnell, nicht mehr so stark, nicht mehr so jung. Ich habe mich dem Anführer der Abwracker zum Kampf gestellt, war aber hoffnungslos unterlegen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt, so verwundbar. Ich war seiner Gnade ausgeliefert, aber er hat es vorgezogen, mich am Leben zu lassen und um mich zu foltern. Er hat gesagt, er würde mich bei der nächsten Flut dem Abwracker opfern. Eure rechtzeitige Ankunft beweist, dass Shalassa mich noch nicht aufgegeben hat. Okay, wir sehen uns dann draußen. Ach, ich sehe ja schon wieder Gegner. Ja, verkehrt, da.
Well, thank you for that. So, 58 Mana, okay. So, da hätten wir uns dann schon geguckt. Also, gehen wir hier lang weiter. Leuchtturm Stufe 2.